Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Empire of Sin. Ja, in der letzten Folge haben wir der Hip Sing Tong Crew hier den Krieg erklärt. Hatten eigentlich die Straße auch schon freigeräumt, aber Spiel möchte, dass wir nochmal angreifen. Wir stehen hier direkt vor deren Unterschlupf, vor deren HQ und wollten da jetzt eigentlich reinrennen, aber wie gesagt, irgendwie, wenn man dann den Spielstand lädt, kommt automatisch dann hier nochmal so ein Angriff. Ja, dann führen wir den Angriff nochmal durch. Dino Banyan ist dran. Knalleffekt. Ich befürchte, wir werden da unsere eigenen Leute mit in Mitleidenschaft ziehen. Wir nehmen den da oben. Mit ein bisschen Glück nehmen wir den komplett raus. Ah, er überlebt knapp. Wow, was hat denn der für eine Waffe? Autsch! 38er Treffer. Das sieht aus wie eine Machete. Als nächstes müsste der hier unten dran sein, oder? Ja. Vielleicht kann der gute Theodor ihn ausschalten hier. 73% sieht doch ganz gut aus. Feuer frei. Können uns noch bewegen. Das ist ein Gewehr. 50% ist ein bisschen zu wenig. Was hat denn der noch? 20 HP. Wisst ihr was? Da kann man auch die Waffe wechseln. Kurzläufige Schrotflinte. Ich dachte, der hätte eine Pistole dabei. 55%. Das kann halt auch in die Hose gehen. Wir probieren's. Als hätten man es geahnt. Patrick Grady. Ja, 100%. Sieht doch nicht schlecht aus. Feuer frei. Steht halt hier mittendrin. Wir könnten den rausziehen mit so einem Fleischerhaken. Schwierig. Na, 70% sollte eigentlich ausreichen. Feuer frei. Wow. Stehen aber schön auseinander. 90%. Ja. Scharfschützengewehre sind heftig. Grassia Longhi. Gib ihm den Rest hier. Doch nicht. Er überlebt leicht. Müssen uns dann noch hochheilen, bevor wir da reingehen. 45% ist zu wenig. Aber der hat nur noch 6 HP, kommt hier. Nahkampfangriff. Mach ihn platt. Auch nur 55%? Dann gehen wir aber auf Nummer sicher und nehmen lieber den Revolver. Und tschüss. Eine Mauser C96 bekomme und Gummigeschossmunition. Nehmen wir alles mit. Probe noch mal kurz zusammengeholt und geheilt. Gregson hat ein neues Talent erworben. Den Kugelfang. Können durchschlagende Wirkung nehmen. Maschinenpistolenausbildung oder Schläger.
Ah, der ist ganz schön gut in der im Nahkampf. Wir nehmen mal durchschlagende Wirkung. Sogar ein Teil der Panzerung des Gegners wird da zerstört. Nice. Nice. So, wo ist jetzt der Heiler hier? Rocco Melucci. Dann heil den mal bitte. I'm on it, boss. Voll ist er. Und es wurde auch noch jemand angeschlagen, genau hier. Die gute Dame. Die steht hier. Sie I'm on heilen it. ebenfalls hoch. Perfekt. Hinterhaltmodus wird verlassen. Ey, LKW her, ja. Mach mal einen ruhigen. Dann gehen wir rein. Wir wollen es wissen. Ja, wir sind uns sicher. Sind wir uns sicher? Ich denke schon. Ihr wisst, der Anfang ist das Kritische immer, wenn uns dann die Granaten und Dynamitstangen entgegengehagelt kommen. Polizeischutzweste hat der. Waffe ist Blutzorn. Das klingt schon übelst brutal. Granaten. Gewehre. Maschinenpistole. Schrotflinte. Ein Enfield. Ein Maschinengewehr. Auch noch eine Granate. Also zwei Granaten, wenn ich das richtig gesehen habe. Na dann. Lasst Okay. uns kämpfen. Kill. Better run, Punks. Ja. Natürlich niemand in Reichweite für den Knalleffekt. Gehen wir in Deckung mit unserem Boss. Ich würde sagen, hier können wir in die Richtung schießen und zur Not auch in die Richtung. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ach, auch noch der Boss von denen. Jawoll! Maria, gut so. Damn idiots. 160 HP, da wird mir anders. Theodor. Wir müssen uns nach draußen bewegen. Beißt die Maus keinen Faden ab. Damit wir den Granaten so wenig Chance geben, wie es nur geht. Aus dem Kampf wollen wir sicherlich nicht fliehen. Rennen und schießen. Und dann noch eine Aktion durchführen. Das klingt doch gut. Renn doch mal bitte dahin. Hallo? Er kommt nicht raus, oder was? Ist aktiviert. So, wir mussten nochmal draufklicken. Ah, okay. Dann rennen wir hier hin. Und können nochmal schießen. Nehmen wir die Wache? Oder nehmen die Panzerung hier wegballern?
59% ist halt nicht so die Masse. Aber Dosenöffner ist halt wirklich eine geniale Fähigkeit, weil die Panzerung dann halt flöten geht. Ihr seht das hier. Vorausgesetzt, man trifft. 59%, Freunde der Nacht. Drückt uns die Daumen. Los. Na also. Scheibengleiser. Das war ein 38er Hit. Was hat denn der an Panzerung? Überhaupt gar keine. Was hat er noch für eine Waffe? Ein Gewehr. Ja, dann kannst du ruhig hier hinten hingehen. Vielleicht sogar dahin. So, jetzt sind erstmal drei Gegner an der Reihe. Ich hoffe, die machen nichts weiter. Und treffen vor allem nicht. Müssen sich natürlich auch erstmal in Position begeben. Ich anscheinend ohne Verlust wird das ja definitiv nicht abgehen. Stielhandgranate. Schade, dass wir mit ihm nicht auch diese Fähigkeit haben. Rennen und schießen. Eine Schrotflinte und eine Pistole, denke ich mal. Na. Das wird ein blutiges Gefecht. Prozent. Was hat denn der für eine Waffe? Hm, gefährlich. Feuer frei. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Fan von Scharfschützengewehren bin? Das dürfte zu weit weg sein, um effizient zu sein. Naja, 61% immerhin. Hm, Dynamitstange könnte man auch werfen. Sie Longi, sie hat halt überhaupt keine Rüstung. Wenn wir sie hier hinten hinstellen, wird sie nicht weit genug kommen. Ach, das ist immer so schwer. Kann sie denn von hier hinten die Dynamitstange werfen? Das wäre natürlich perfekt, ja, wenn sie die hier von da hinten schmeißen könnte. Oh, wartet mal, hier oben vielleicht. Die hier vorne erwischen wir. Doch, erwischen wir auch. Schaut mal. Schmeißt die Dynamit. Stange da hin. Sehr schön. Ah, den einen hat es gar nicht erwischt. Hm. Minerva ist dran. Sie steht ja wie auf dem Präsentierteller. Das ist schlecht. Was hat sie für eine Waffe? Ein Gewehr. Wir müssen definitiv mit ihr in Deckung gehen. Vielleicht hier hin. Ja. Können einen ausschalten. Das ist Gold wert. 73%, Feuer frei. Nö, komm schon. Ach, 73%, Mann. Dreh ich durch.
100%? Was ist der Boss hinten? Der ist noch relativ weit weg. Wow. Den würden wir... Ah, der würde haarscharf überleben. Gibt es noch irgendjemanden, der ordentlich viel Rüstung hat? Hier. War 64% Trefferchance. Wir wollen mehr als 64% Trefferchance. Wir nehmen den hier. 84. Schöner Hit und Panzerung zerstört. Wanna see your organs? Vierzehner Hit, den halten wir aus. Ich hatte erst 44 gelesen, dachte schon, ach du grüne Neune, aber nö. So, der Maria hatten wir Panzerung gegeben, dass sie was mehr aushält, weil sie halt nur 63 HP hat. Und sie hat die Fähigkeit Rennen und Schießen. Leider nur 58% Trefferwahrscheinlichkeit. Dann machen wir mal mit ihr Wache. Das ist uns ein bisschen wenig. Noch eine Frau mit einem Scharfschützengewehr. Ist hier natürlich... Ja, fehl am Platz. Also hier jetzt an der Position, meine ich. Weil da nützt die uns nichts mit dem Scharfschützengewehr. Wir müssen die irgendwo hinbringen. Wo sie von weit hinten operieren kann. Hier zum Beispiel. Also Boss ist an der Reihe. Knalleffekt. Bring ihn gut unter. Bring ihn gut unter, bitte. Wow. Das sind... Das ist eine herrliche Auswahl hier. Wir würden mir... leider nur ein treffen. Hier würden wir zwei treffen. Weißt du was, wir brauchen ja gar nicht lange überlegen, wobei... Nee, nee, wir nehmen die beiden hier von. Die müssten auch bald an der Reihe wieder sein. Feuer frei. Einer tot, der andere nur noch 22 HP. Der Boss greift ins Kampfgeschehen ein. Ja. Wow, ein 32er Hit mit einer Pistole von so weit weg. Scheibenkleister. 68er Hit. Tot. Na, noch nicht ganz tot, aber fast. Maria Rodriguez bekommt kochendes Blut. Sie dreht durch. Schießt um sich. Ja. Sehr gut. Hier als nächstes dran. Der da hinten. Vielleicht können wir den ja ausschalten. Nur 48% Trefferwahrscheinlichkeit. Was hat denn der an HP? 28. Wenn wir die Waffe wechseln. Mit ein bisschen Glück. Feuer frei. Ja, er liegt am Boden. Und verblutet. Können mit ihm noch ein bisschen die Stellung wechseln, aber eigentlich steht er dort ganz gut. Prozent. Sieht ganz gut aus. Feuer frei. Wow. Schrotflinten, ganz gefährliche Waffen hier.
Ach, jetzt kommt eine Granate. Es ist so der Hass. Da sind wir schon so schnell rausgezogen, wie geht, ja. Hagomelitschi Schaden, kochendes Blut bekommt die Maria wieder. Sie heilt ihn. Schön. Wenig. Aber wir können mit ihm mal versuchen, als Kugelfang zu dienen. Beschützen Sie sich selbst und Verbündete in Reichweite. Wenden Sie auf sich selbst und alle Verbündeten in Reichweite für die nächsten drei Runden eine 40%ige Schadensreduktion an. Ja, dann macht das mal bitte. Wir müssen jetzt heilen. Unbedingt. Ja, der braucht keine Heilung mehr. Der ist nämlich tot hier. Wir könnten uns selbst heilen. Wir könnten uns auch dieses Heilmittel hier geben. Stellen Sie 30 Gesundheitspunkte beim Ziel wieder her und versehen Sie erst mit dem Effekt Heilmittel. Heilmittel stellt alle drei Runden lang jede Runde 30 Gesundheitspunkte wieder her. Das Ding ist, wenn der da oben wieder mit seiner Schrotflinte in uns reinhaut, sind 70 oder waren 60 Trefferpunkte weg. Es kostet halt zwei Aktionspunkte, das Heilmittel zu nehmen. Das Heilen würde nur einen Aktionspunkt kosten. Oder wir sagen, ach, shit happens. Wir hauen jetzt nochmal die Dynamitstange hier in die Massen rein. Aber so viele Massen sind das gar nicht mehr. Wir haben die Reihen schon relativ gut gelichtet. Ja, wobei hier drüben sind ja auch noch drei Leute. Kommen wir halt mit der Dynamitstange nicht hin. Ja, Dynamitstange ist halt relativ geringer Sprengradius. Wir lassen das mal lieber und versuchen mal unser Glück, indem wir ihn heilen. Heilung bitte auf sich selbst wirken, genau. Sehr Longi ist dran. Wir müssen unbedingt hier weg. Eine Granate müssten die Gegner noch haben. Hier stehen wir halt auch auf dem Präsentierteller. Eine schöne Position wäre halt hier hinzugehen, aber wie gesagt, hier sind schon vier Leute von uns. Was können wir mit ihr eigentlich auch hier drin stehen bleiben? 86%. Markenbitter könnte man schlucken. Das Kugelfang sollte sie auf keinen Fall machen, weil sie hat keine Rüstung und auch nur noch 65 HP. Wieso hat... Na gut, sie hat halt einen Morgenbitter. Hat mich gerade gewundert, warum sie keinen Verbandskasten hat. Wir kommen auch mit ihr gar nicht raus, sehe ich gerade. Also irgendwie davonrennen. Ah, doch, wir kommen raus. Gut. Oder sie bleibt einfach hier und nimmt den Markenbitter. Ja, komm. Sie schluckt den Markenbitter. Auf sich selbst, bitte. Yep. Jetzt kann man sogar noch feuern. Na dann. Schön.
Ich weiß, Minerva ist eine Heilerin. Könnten halt auch mit ihr heilen. Werden wir auch tun. Weil killen können wir keinen hier mit ihr. Sie soll das am besten auf sich selbst anwenden. Sure. Kostet 2 Aktionspunkte, wir können aber trotzdem noch was machen. Mhm. Ja, sagt man natürlich nicht nö. Den Boss schießt man nicht. Wir nehmen den hier vorne ins Visier oder. Das sind ja nur 15% Trefferwahrscheinlichkeit. Nee. Dann feuerfrei hier. Naja, besser als nix. Ja, zieht das Feuer auf sich, schön. Maria Rodriguez ist dran. Mähe sie nieder. Feuern sie einen einzelnen Schuss auf jedes feindliche Ziel in Reichweite. Aber sie schießt dann halt nur mit dem Revolver, oder? Und sie hat auch nur noch 2 Munition. Wir wechseln mal die Waffe. Und schauen uns mal das mit dem Feuerstoß hier an. Die da hinten sind zu weit weg. Das bringt jetzt auch nichts, da mehr jetzt die niederzumachen. Wir nehmen den Feuerstoß. 64% klingt doch ganz gut. Naja. 2 Treffer waren dabei. Ach, sie drehen durch. Scheibenkleister. Nicht fliehen! Stellung halten! Können wir mit dem Maschinengewehr irgendwas erreichen? Was hat denn der für eine Waffe? Ja, sieht gefährlich aus. Ich glaube, ein Gewehr. Den erreichen wir ja leider nicht. Die 2 haben. Oh ne, der hat ja auch einen Schrotflinte, oder? Ja. Erreichen wir den? Ja, aber wir können den nicht killen. Können doch aber hier oben irgendwie einen killen. Der belebt halt auch haarscharf. Denn der Boss ist dran und dann kommt wer als nächstes an die Reihe. Hm. Gegen die können wir nichts machen mit unserem Boss. Wir können den komplett rausnehmen, aber der hat halt nur eine Pistole. Aber dann ist einer weg. Ist das krass schwer. Ja, komm. Wir nehmen den einen komplett raus. Ja, oder der rennt einfach davon und wir treffen nur einen Schuss. Giftgranate, was ist das denn? Was sind das denn für Fähigkeiten hier? %85, den könnte man komplett aus den Latschen schießen. Hier oben viel zu wenig Trefferwahrscheinlichkeit. Siodor, Feuer frei. Sehr gut. Mario Rodriguez hat wieder kochendes Blut. Müssen die Leute aus dieser Giftgranate da rauskriegen. Oh nein, der hat nur noch 13 HP. Krass, die ziehen unseren Boss zu sich ran. Spinnt ihr?
Was für Schweinebrezel. Was für Schweine. Was wollte ich sagen? Schweinebrezel. Was für Schweinebrezel. Oh. Was für ein Kampf. Puh. Ah, Freunde der Nacht, das ist mir zu aufregend. Ja, ich muss erstmal eine Pause einlegen. Mir tropft schon der Schweiß von der Stirn. Ich denke mal, euch auch. Das ist ja ein regelrechtes Massaker hier. Ein Mann bisher verloren. Bei den Gegnern sind es einige mehr, aber der gute Patrick Grady ist auch kurz vorm Abnibbeln. Puh. Wir machen ein Päuschen und in der nächsten Folge geht's weiter, Freunde der Nacht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt's natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.